Der Grundgedanke von der Freestyle Academy war, dass wir das auf einem Berg machen, im Winter auch im Tal machen können. Wir haben seit 12 Jahren die Freestyle Academy und es hat uns extrem gefreut, wie viele Kinder hier Freude daran haben. Wo die Freestyle Academy steht, bauen wir zwei neue Häuser. Wir sind total glücklich, dass wir das Provisorium gefunden haben und eine Lösung für die Zukunft. Und wir kommen wieder zurück, ganz sicher in Roxisort, in 2 Jahren. So eine ganz normale Halle als Provisorium ist für uns nicht in Frage gekommen. Wir haben nach Lösungen gesucht, die speziell sind, die einzigartig sind. Und dann haben wir mit dem Zirkus Knie tatsächlich eine Lösung gefunden, die einmalig ist. Was wir auch sehr geschaut haben drauf, ist, dass wir das ganze Material bei der alten Freestyle Academy ausbauen und wiederverwenden in diesem neuen Zelt. Und auch sogar das Material werden wir wieder in die ganz neue Halle mit transportieren. Somit ist der Greenstyle-Gedanke komplett erfüllt. Durch das Zirkuszelt und die Freestyle Academy im Sportzentrum wird sicher das alles sehr, sehr belebt und ein sehr cooler Freestyle-Punkt. Durch die Zusage von der Gemeinde, die auch sofort gekommen ist, und die Zusammenarbeit mit dem Sportzentrum, haben wir das können realisieren. Ja, dann freut es uns jetzt, euch am 25. Eröffnung vom Freestyle Academy Zelt begrüßen zu dürfen. Und habt Spass, viele lachende Gesichter.